Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 13. Dezember bis zum 22. Dezember. Das ist die dritte Dekade Schütze und wir sind so mitten in der Feuer in der Energie des Schützen, aber man merkt schon ganz ein wenig von Tag zu Tag mehr die Energie des Steinbocks auftauchen. Ja, schauen wir uns mal an, wie diese allgemeine Energie, welche Auswirkungen sie auf dich hat. Hoch. Und die Karte ist gleich so schon rausgeflogen. Oh ja, der Narr. Einen Moment. Ja, irgendwie ist das noch ein bisschen klein. So, okay, der Narr. Ja, da erkenne ich, dass es bei dir um einen Neuanfang geht. Der Narr ist die nullte Karte der großen Arkane, also die erste quasi, also die nullte. Und ja, für dich ein Zustand, der sich wahrscheinlich sehr freudig und fröhlich auswirken wird, eine sehr leichte Energie. Man ist neugierig und kommt vielleicht auch auf neue Ideen, hat das Bedürfnis, neue Dinge auszuprobieren. Mitunter kann es durchaus sehr chaotisch werden. Der Narr repräsentiert auch das kreative Urpotenzial, was natürlich erstmal sehr ungeordnet daherkommt, aber halt eben eine gute Quelle der Inspiration ist. Um welche Themen geht es da bei dir? Okay, in der Vergangenheit den Zehn der Kelche, das geht dem Narren voraus. Ne? Die Zehn der Kelche ist also, ja, ein vollständiger Zyklus auf der emotionalen Ebene. Ja, da hast du sicherlich in der letzten Zeit ziemlich viele positive, angenehme Situation mit den Menschen, die dir sehr nahe standen, verbracht und hast da eine neue Emotionalität aufgebaut. Ein neues Gefühl hat sich für dich eingestellt und das hat dir sehr viel Sicherheit, auch noch Festigkeit auf der emotionalen Ebene gegeben, sehr viel Selbstwertgefühl. Einfach das Gefühl, auch am richtigen Platz zu sein, so einfach sich total wohlzufühlen und das Gefühl auch absolut genießen und annehmen zu können. Das hat dich jetzt in die aktuelle Situation gebracht, dass jetzt für dich etwas Neues anfangen kann. Und dieser Anfang, der ist von sehr starken Energien beeinflusst. Hier haben wir die 11. und die 14. der großen Arkane. Ist einmal die Lust und einmal die Kunst. Und ich hatte hier schon vorhin gemeint, dass der Narr auch eine hervorragende Quelle der Inspiration sein kann. Ja, hier bei dieser Karte geht es auch um Kunstfertigkeit. Also wenn du gerade dich kreativ betätigst, ist das eine hervorragende Zeit und du wirst wirklich eine gute Kreation schaffen können. Es zeigt aber auch hier, dass du gerade sehr viel Optimismus hast und dich dem Leben stellen möchtest, mit all seinen Pro und Kontras.
dass du sehr viel Leidenschaft entwickelst. Und dass du viel auf die Beine stellen kannst, viel schaffen kannst, proaktiv wirst. In der Zukunft eine Prinzessin der Schwerter, vielleicht eine Person, der du begegnest. Ich sehe hier weniger deine Energie, aber es könnte auch sein, dass du ja in diese Energie kommen wirst, dass du in eine Situation kommen wirst, wo du dich mehr wie eine Prinzessin der Schwerter verhalten musst. Aber in vielen Fällen sehe ich hier, dass du auf eine Prinzessin der Schwerter, auf so eine Person treffen wirst. Die Prinzessin der Schwerter entspricht der Luftenergie, könnte Wassermann, Waage oder Zwillinge sein. Die Prinzessin der Schwerter ist eher eine junge Energie. Vielleicht könntest du dich ein wenig verjüngt fühlen, wenn du in diese Energie reinkommst. Dafür spricht auch der Narr, also diese Karten passen sehr gut zusammen. Der Narr und die Prinzessin der Schwerter, also das könnte schon auch aus dir herauskommen. Die Prinzessin der Schwerter ist auf jeden Fall eine verstandesorientierte Person, die wortgewandt ist und sich gerne in geistige Diskussionen begibt, mit dem Ziel dahinter auch ein paar Tabus zu brechen, ein bisschen zu provozieren, aus ideellen Gründen. Ja, also eine Rebellin ist sie. Und vielleicht wirst du gegen einige Dinge selbst ein wenig anrebellieren. Oder begegnest jemanden, der dich da bei dieser Rebellion unterstützt. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Ah doch, du könntest im Moment ziemlich geistesgegenwärtig sein. Ah, witzig, ja, okay. Also, irgendwie hast du doch einen ziemlichen Durchblick im Moment, eine innere Klarheit. Trotz des ganzen Chaos, ne? Wohlgemerkt, kannst faire Absprache mit deinen Mitmenschen führen. Die Kommunikation ist gut. Und hinzu kommt der Turm. Also da gibt es schon ein Thema, wogegen du rebellieren möchtest. Auch diese Karte hat damit zu tun, Tabus zu brechen. Vor allem möchte man sich damit von seinen Ketten befreien. Irgendwie fühlst du aktuell irgendwelche Zwänge und die dich stören, die dich an der Weiterentwicklung hindern. Und du hast wirklich selber den leidenschaftlichen Wunsch, diese Thematik hinter dir zu lassen. Da gibt es einen Prinzen der Scheiben, mit dem das in Verbindung stehen könnte. Vielleicht mit der Arbeit oder so oder im familiären Bereich. Ich sehe da weniger deine Energie, vielleicht aber auch das. Ne? Ist das gleiche wie bei der Prinzessin der Schwerter. Ist auch eher eine jüngere Energie, entspricht Erdenergie. Könnte sich also um Steinbock, Stier oder Jungfrau handeln. Vielleicht war das auch einfach in der letzten Zeit notwendig, sehr pragmatisch an einer Sache zu arbeiten. Vielleicht musstest du auch da ganz realistisch sein und gründlich kleinteilig arbeiten, vielleicht auch handwerklich, eine Tätigkeit, wo man auf jeden Fall auch genau sein muss und wo man so handfeste Ergebnisse sieht. Und vielleicht hat dir das nicht so gut gefallen, jedenfalls nicht auf Dauer. Könnte sein. Aber es gibt hier viele Möglichkeiten. Für manche ist es auch ein Beziehungsende und eine Hinwendung zu einer anderen Person.
Ja, und vor allem der Prinz der Scheiben ist auch so geduldig und langsam. Vielleicht warst du auch gezwungen, auf etwas zu warten in der Vergangenheit. Oder musstest selbst in irgendeiner Form langsam, vorsichtig, Step by Step vorgehen. Naja, der Narr, auch alles, was hier kommt, ist eher schnell und plötzlich. Also das Gegenteil. Also in dieser Situation musst du nicht mehr lang verharren. Und du bist von hohen Idealen. Hohe Ideale sind deine Beweggründe. In deinem Geist bist du auch ganz klar. Konflikte sind alle gelöst. Hier geht es nicht um Konflikte. Überhaupt nicht. Also Kommunikation zu deinen Mitmenschen ist gut. Klare Absprachen sind möglich. Hier bei den Hierophanten entspricht auch Stier, ne, der Hierophant. Also es gilt das Gleiche wie für den Prinzen der Scheiben. Auch wenn ich hier mehr so deine Energie dann sehe, dass du der Hierophant bist, quasi, dass du halt diese gründliche Tätigkeit ausführen musstest. Und das hat dir jetzt aber was gebracht. Hier könnte es um das Thema Weiterbildung auch gehen. Der Hierophant, der bekommt neues Wissen, der ist sehr weise und der handelt nach hohen Idealen und über dieses weise Wissen ist er in der Lage, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das könnte auch für auf dich, also auf dich bezogen sein. Ja, in dir drin hast du sehr viel Zuversicht. Auch hier wieder sehr viel Gedankenklarheit. Also trotz des Chaos ist für dich alles ziemlich klar, offensichtlich. Nichts lässt dich zweifeln. Du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas im Dunkeln bleibt. Es ist alles klar für dich und das stattet dich mit viel Zuversicht aus und das wird sich auch noch weiter ausprägen. Also das ist auch ein länger anhaltender Zustand. Die Ausgleichung. Auch hier geht es um Geistesklarheit. Diese Karte entspricht Waage. Vielleicht ist diese Prinzessin der Schwerter auch eine Waage-Person, die du womöglich treffen wirst. Aber auch hier geht es um faire Verträge, faire Absprachen. Also wenn es um was Berufliches geht oder um ein neues Projekt, dann zeichnet sich diese Zeit durch gutes Teamwork aus. Gute Planung, gute Absprachen, Vernunft und Verstand und eine gute Kommunikation. Ich kann mir vorstellen, wenn es hier um was Berufliches geht, dass du auch endlich in die Aktion eintreten willst und nicht mehr in der Planung verweilen möchtest, dass du da auch eine gewisse Ungeduld spürst, aus der du dich befreien möchtest. Erfolg. Und du siehst auch schon handfeste Erfolge. Ja, das hat sich gelohnt. Also falls das so zu interpretieren ist, dass du so gründlich arbeiten musstest. Ja, aber du bist wirklich gerade mit der aktuellen Situation, wie das alles ist, schon sehr zufrieden. In deiner Umgebung gibt es auch viel
Wertschätzung dir gegenüber, viel Liebenswertes, viele liebenswerte Momente, gute, also auch hier, die Gefühle können fließen, man kann auch authentisch seine Gefühle zeigen. Also auf dein Umfeld, auch deine Freundschaften kannst du dich immer und deine Familie, die Menschen, die am nächsten stehen, da kannst du dich gerade sehr drauf verlassen. Da gibt es viele schöne Momente für dich. Und du hast auch Lust, jetzt gerade noch mehr in den Genuss zu gehen. Und du möchtest dich da einfach noch mehr hingeben und dich da treiben lassen und auch mal ein bisschen faulenzen und ein paar schöne Zeiten erleben. Und ja, viele schöne Stunden mit deinen Liebsten verbringen. Ne, den liebsten Menschen um dich herum. Ja, und hier sehe ich schon. Ja, dass es hier bei dir auch um etwas Romantisches geht, ne? Also hast schon jemanden kennengelernt, habe ich den Eindruck. Oder ihr seid schon länger zusammen. Und die Beziehung kann sich auf jeden Fall dann auch ein bisschen erneuern, wenn ihr schon länger zusammen seid. Also da gab es ein paar Sachen, die dich dann gestört haben und die kannst du loslassen und da wird sich eine neue Leidenschaft einstellen. Aber auch wenn es hier um berufliche Themen geht. Also du wirst am Ende, wenn du dich befreit hast, wirklich richtig durchstarten können. Und da ist ja auch noch die 11. der großen Arkana. Also das hat viel mit Leidenschaft, neue Zielsetzungen, neue Motivation und so viel Energie. Das wird das Ergebnis sein von dieser Herausforderung, die du zu meistern hast. Ja, und das ist ja wirklich richtig schön. Was sagt denn der Mond zu deiner Situation? Vielleicht hat er noch einen Ratschlag für dich mit auf dem Weg. Was brauchst du, um dich zu befreien? Das ist, ja, ne, darum geht es hier. Eigentlich müsste es dir ganz klar vor Augen sein, was deine Ketten sind, die du jetzt hinter dir lassen möchtest. Mir scheint das hier wirklich, das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, weil sonst gibt es so viele positive Sachen um dich herum, eigentlich nur Positives. Viele Emotionen, na, ein paar viele Gedanken, die du dir gerade machen musst. Aber da sehe ich einfach auch viel Kommunikation und am Ende halt kommst du absolut in deine Energie und fängst Feuer. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass diese Legung dich in deiner Situation inspiriert hat, dir viele gute Eindrücke gegeben hat. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Möchtest du eine persönliche Legung? Auf meinem neuen Etsy-Shop hast du nun die Möglichkeit, ein individuelles Video zu bestellen, ganz auf deine Fragen und deine Situation abgestimmt. Den Link findest du in der Infobox. Ich freue mich auf dich. Alles Gute und bis bald.